Hier soll er eigentlich entstehen, der Fehmarn-Sund-Tunnel. Eine neue Verbindung des ostholsteinischen Festlandes mit der Insel Fehmarn, Kosten mindestens 1 Milliarde Euro. Grund, die alte Verbindung, die Fehmarn-Sund-Brücke, schafft den Verkehr nicht mehr, wenn ab 2029, wie geplant, die Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland über den Fehmarn-Belt fertig ist. Die Dänen behaupten, der Belt-Tunnel wird 5 Jahre früher fertig als der Tunnel am Fehmarn-Sund. Das sorgt für Angst bei Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt. Für uns wäre das, ich will nicht sagen Vollkatastrophe, aber für die gesamte Region wäre es eine echte Belastung. Also es ist auch eine wirtschaftliche Belastung, eine Belastung durch den Baustellenverkehr, durch die unnötigen Baustellen, die sich dadurch ergeben. Die Fehmarn-Sund-Brücke wird gerade für 100 Millionen Euro saniert. Sie müsste zur Not herhalten, wenn der Tunnel nicht rechtzeitig fertig wird. Problem, die Fehmarn-Sund-Brücke ist nur einspurig in jede Fahrtrichtung, damit ein gefährliches Nadelöhr. Da wird sich das stauen und das ist natürlich auch für unsere Einwohner, aber auch für unsere Wirtschaft eine Katastrophe. Die zu Ärzten müssen, die pendeln müssen zur Arbeiten, aber auch die Firmen, die ihre Mitarbeiter dann wieder in Autos sitzen haben und sie bezahlen. Doch die Bahn und die Landesregierung geben Entwarnung. Bis 2029 soll der Fehmarn-Sund-Tunnel fertig sein. Wir haben keine Information darüber, wie die Dänen zu dieser Schlussfolgerung kommen. Ich kann nur sagen, dass dem Minister noch am letzten Donnerstag von der Deutschen Bahn versichert wurde, dass der Zeitplan zwar ambitioniert, aber nach wie vor gültig und machbar ist. Es bleibt ein Gerücht, dass der Tunnel am Sund nicht rechtzeitig fertig wird. Denn die Bahn hat heute noch mal versichert, die Planungsunterlagen sollen in knapp 3 bis 4 Monaten zur Genehmigung eingereicht werden. Baustart für den Fehmarn-Sund-Tunnel soll 2026 sein.